Cornelia Frobös, geboren am 28. Oktober 1943 in Wriesen, Deutschland, bekannt als Little Cornelia und später als Conny, ist eine deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und ehemalige Schlagersängerin. Cornelia Frobös begann ihre künstlerische Laufbahn bereits im Kindesalter, als sie im Mai 1951 mit dem Hit »Pack die Badehosen ein« zum ersten Mal auf der Bühne stand. Sie wurde zum Kinderstar und verankerte sich mit dem Bild eines entspannten und spontanen Berliner Mädchens im kollektiven Gedächtnis der Bundesrepublik. Während ihrer Teenagerzeit, von 1959 bis 1963, studierte Cornelia Frobös Schauspiel und gewann 1962 bei den Deutschen Schlagerfestspielen den Titel »Zwei kleine Italiener«. Sie vertrat Deutschland beim 7. Eurovision Grand Prix in Luxemburg und obwohl sie nur den 6. Platz erreichte, wurde das Lied »Zwei kleine Italiener« ein internationaler Hit. In dieser Zeit erzielte Cornelia Frobös mit Hits wie »Mr. Music«, »I Love You Baby«, »Lipstick am Jacket« und »Teenager Melody« große Erfolge und wurde zum Teenie-Idol. Ihr einziger Nummer-1-Hit war jedoch »Zwei kleine Italiener«. Nach Jahren des Erfolgs in der Musik zog sich Frobös allmählich zurück, um sich auf ihre Karriere als Schauspielerin zu konzentrieren. Schließlich erschien 1967 ihr letztes Soloalbum, New Songs of Cornelia Frobös. Informationen zu Cornelia Frobös Liebe, Familie und traurigen Geschichten nach ihrer musikalischen Karriere werden im bereitgestellten Text nicht näher beschrieben. Diese Informationen erfordern möglicherweise detailliertere Recherchen aus anderen Quellen. Die Karriere von Cornelia Frobös als Schauspielerin blühte ab den 1960er Jahren auf. Sie wirkte in vielen berühmten Filmen und Fernsehserien mit. Darunter ist die Hauptrolle im Film »Zwei Herzen und ein Haus« aus dem Jahr 1969 zu nennen. Ihre Karriere als Schauspielerin ging weiter auf und ab, doch Cornelia Frobös behielt ihren festen Platz in der Unterhaltungsbranche-Industrie in Deutschland. Auch das Liebesleben von Cornelia Frobös fand Beachtung, insbesondere ihre Beziehung zum Schauspieler Helmut Lohner. Sie heirateten 1967 und bekamen einen Sohn, diese Ehe hielt jedoch nur bis 1971. Obwohl Cornelia Frobös sowohl musikalisch als auch schauspielerisch viel Erfolg hatte, hat sie auch schwierige Zeiten durchgemacht. Ihre Musikkarriere ging zurück, als die Weltmusik mit dem Aufkommen des Rock'n'Roll-Genres und neuen Künstlern große Umwälzungen erlebte. Einige Fans und Rezensenten glauben, dass Cornelia Frobös zwar über großes Potenzial und Talent verfügt, in ihrer Musikkarriere jedoch keinen langfristigen Erfolg erzielen kann. Der Übergang vom Kinderstar zur erwachsenen Schauspielerin verläuft nicht immer reibungslos. Auch im Privatleben von Cornelia Frobös gab es Herausforderungen und Ereignisse. Obwohl ihre erste Ehe scheiterte, fand sie später in ihrer zweiten Familie ihr Glück und bekam weitere Kinder. Das Leben und die Karriere von Cornelia Frobös waren wirklich eine abwechslungsreiche und turbulente Reise mit sowohl glücklichen als auch herausfordernden Momenten. Obwohl ihre Musikkarriere ihren anfänglichen Erfolg nicht aufrechterhalten konnte, werden ihr Einfluss und ihre Beiträge in der Unterhaltungsindustrie immer noch in Erinnerung behalten und respektiert. Seit den 1970er Jahren konzentrierte sich Cornelia Frobös hauptsächlich auf ihre Karriere als Schauspielerin. Sie wirkte in vielen bekannten Fernsehserien und Filmen mit, darunter »Meine Tochter«, »Deine Tochter«, 1972, »Liebling Kreuzberg«, von 1986 bis 1998, »Die Wiesinger«, von 1993 bis 1996 und »Tatort«, von 1999 bis 2008. Runde Klammer Punkt.
In ihrem Privatleben hat Cornelia Froboess viele Ereignisse erlebt. Sie heiratete 1964 den Drehbuchautor Dieter Borsche und ließ sich kurz darauf scheiden. Anschließend heiratete sie 1979 den Politiker Helmut Zilk und bekam eine Tochter, die sich jedoch 1983 ebenfalls scheiden ließ. 1984 heiratete Froboess erneut einen österreichischen Geschäftsmann, Gerhard Klein. Ihre Liebe und Ehe haben viele Ereignisse und Herausforderungen durchgemacht. Eine der größten Herausforderungen für Cornelia Froboess war ihr Kampf gegen Depressionen und psychischen Stress in den 1980er Jahren. Sie hat offen über diese schwierige Zeit in ihrem Privatleben gesprochen. Auch wenn die musikalische Karriere von Cornelia Froboess kurz war, hinterließ sie doch bleibende Spuren in der deutschen Musikgeschichte. Darüber hinaus werden ihre Rollen und Beiträge im Bereich der Schauspielerei auch in der Unterhaltungsbranche sehr geschätzt. Das Leben von Cornelia Froboess ist eine farbenfrohe Reise mit Höhepunkten und Herausforderungen, die die Mehrdimensionalität und Vielfalt einer vielseitig talentierten Künstlerin hervorhebt. Cornelia Froboess hat ein kompliziertes Liebesleben. In den 1960er Jahren war sie mit dem französischen Künstler Sacha Distel liiert. Die Beziehung ging jedoch in die Brüche und sie heiratete 1980 erneut den österreichischen Politiker Helmut Zilk. Sie bekamen ein Kind. Das Mädchen heißt Katharina Zilk und wurde 1981 geboren. Die Ehe mit Helmut Zilk hielt jedoch nicht und sie ließen sich 1983 scheiden. Cornelia Froboess heiratete daraufhin 1984 Gerhard Klein. Auch diese Ehe wurde Das ist doch eigentlich einfach nur R mal Phi von N plus 1. Wir wissen, E mal D ist ein Vielfaches von Phi von N plus 1. Das ist Konkurrent 1 Modulo Phi von N. Da können wir einfach diese Gleichheit da annehmen, ne? Was machen wir jetzt? Wir rechnen eigentlich immer noch Gleichheiten, nicht wirklich Konkurrent Modulo N, ne? Einfach immer nur Gleichheiten. Ja? Wir könnten dann theoretisch plus 1 F machen und plus E schreiben. So, genau. Ne? Wie könnten wir weitermachen? Ja? Bei dem Modulo Phi von N rechnen würde, wäre ja jetzt Phi hoch R mal Phi von N in der selben Klasse. Also wenn man das dann 0, dementsprechend würde es rauskommen. Eine Restklasse 0? Genau. Können wir es vielleicht noch so machen, dass man es tatsächlich sieht? Also noch ein Umformungsschritt. Wissen Sie, worauf ich hinaus will? Ich mache es einfach. So, genau. Ich habe bislang nur Potenzgesetze angewendet, sonst nichts. Ja? So, und jetzt habe ich hier stehen T hoch Phi von N. Und T hoch Phi von N ist Kongruent 1 modulo N. Unter einer bestimmten Bedingung, damit befassen wir uns gleich, gehen wir mal davon aus, dieses T ist teilerfremd zu dem N. Ja, dann dürfen wir den Satz von Euler anwenden. Das ist also Kongruent 1 hoch R mal T und das ist Kongruent T modulo N. Nochmal, wenn Sie hoch D rechnen, T hoch E hoch D, dasselbe wie T hoch E mal D. E mal D haben wir festgestellt, weil E mal D Kongruent 1 modulo Phi von N ist, ist E mal D irgendwie ein Vielfaches von Phi von N plus 1. So, dann kann ich das aufsplitten in das plus 1 zum mal T machen. Dann wende ich hier wieder Potenzgesetze an, dann steht hier T hoch Phi von N hoch R. Und T hoch Phi von N ist Kongruent 1 modulo N.
Unter der Voraussetzung, dass T und N teilerfremd sind, Satz von Euler. So. Damit befassen wir uns gleich.